Ja, Mahlzeit in die Runde, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, pünktlich um 12 Uhr zur Mittagszeit, mehr oder weniger. Wir haben heute den 27. Juli, Wochenauftakt, und Euro-US-Dollar sprintet hier nach oben. Wir haben bereits 144 Pips zurückgelegt, sind allerdings jetzt schon wieder vom Hoch 38 Pips zurückgefallen. Also insofern schon viel Volatilität für den Montag, und das dürfte es in Anführungszeichen auch für heute gewesen sein, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Euro-US-Dollar neulich in der Beschau gehabt, auch in einem schriftlichen Artikel. Deswegen beginnen wir jetzt am besten mal, weil Intraday schon recht viel Pulver verschossen ist mit dem großen Bild. Und da war die Spekulation zugegebenermaßen, dass Euro-US-Dollar hier einen Rücklauf vollzieht in Richtung 1,10, 1,1035, dann aber von diesem Niveau ausgehend eine Schwäche erfährt. Das sah letzte Woche noch ganz gut aus. Mit dem Start jetzt hier in die aktuelle Woche haben wir eben eine starke Aufwärtsperformance schon zu sehen, und wir schieben uns über dieses Widerstandslevel, was hier durchaus als Sell-Trigger angesehen wurde, hinaus. Insofern ist das Short-Setup hier jetzt mit der aktuellen Tagesbewegung, wenn die Kerze sich hier nicht umgehend wieder nach unten entwickelt, hier im Prinzip passé. Also man darf hier eine 50-50-Chance ausrufen, dass Euro-US-Dollar jetzt hier nach unten weiter wegkippt oder nicht. Wir haben auch vorhin schon zum JFD Live Trading TV, zum DAX gesagt, ja, die Woche noch den Fed-Event, und das macht hier alles ein Stück weit grau. Das heißt, technisch hat sich aufgrund der aktuellen Erholungsbewegung die Situation jetzt hier ein Stück weit in eine Pattsituation verwandelt. Wenn wir jetzt noch unter 1,10 verweilen würden, wäre die Chance groß, dass wir eigentlich hier dann am Mittwoch einen Tiefschlag erfahren und Euro-US-Dollar weiter zurückkippt. Es kann sich natürlich jetzt auch hier um eine Art Fake handeln, also hier eine Art Rückkehr über 1,10, 1,11, dann aber hier mit einem schlagartigen Rebound in Richtung unter 1,10 dann am Mittwoch zum Beispiel, und dann wäre hier das Short Setup wieder aktiv. Das gilt es hier beim Euro-US-Dollar mal zu beobachten. Intraday lassen sich hier sicherlich gut Pips rausschneiden, aber hier auf Tagesbasis, Swingbasis muss man hier Obacht geben, gerade eben hier solche Notenbanktermine und die Fed, da schauen ja nun alle wieder drauf, was es für Statements in Richtung Zinsanhebung geben wird. Kann hier viel passieren. Insofern ein Stück weit unschlüssig, aber wir hatten ja auch vorhin den DAX und die negative Korrelation dazu. DAX sieht weiter schwächer aus, also Euro-US-Dollar rein tendenziell wohl stärker. Das nach aktueller Einschätzung, und sollte der DAX am Mittwoch hier noch einen Tiefschlag erfahren, dann müsste Euro-US-Dollar eigentlich nach oben laufen. Und um die technischen Marken mal zu nennen, wir haben hier unverändert das Ziel, wenn wir über 1,10 uns festigen, von 1,14 erstmal als Hausmarke, und dann 1,1475 wird dann hier interessant sein, oder 1,1467 sozusagen das Hoch hier vom Mai. Das wären hier die Ziellevels, wenn wir über 1,10 bleiben. Also gute 500 Pips, davon darf man ausgehen. Sacken wir unter 1,10 wieder deutlich zurück, dann bleibt hier 1,05. Diese Unterstützungszone hier der letzten Tiefs in jedem Falle ein erstrebenswertes Level, oder aber dann hier Unterkante des großen Abwärtstrendkanals im Bereich 1,036. Durchaus denkbar, dass der Markt dann hier dieses Niveau in etwa ansteuert. Zoomen wir uns nochmal ein Stück weit zusammen. So, das wäre es in etwa von diesem Level ausgehend. Euro-US-Dollar im Sinne dessen, dass es sich eben hier andeutete vor 2 Wochen, hier auf jeden Fall das Potenzial generiert hat, hier in Richtung neue Mehrjahrestiefs zurückzufallen. Jetzt muss man mal sehen, ob die Power der Bären hier tatsächlich bleibt oder sich hier das heutige zum Wochenauftakt darstellende Reversal hier weitere Fortsetzung besitzt. Das ist ein Stück weit eine Pattsituation. Insofern einfach mal dranbleiben und beobachten. Letztlich bleibt alles Spekulation und man muss sich hier letztlich seinen Weg bahnen. Interessant eben auch hier, Euro-US-Dollar mit dem neuen Verlaufstief hier unterhalb des Tiefs vom 27. Mai. Ja, wir haben auch jetzt hier die Möglichkeit, einen Horizontalsupport einzuzeichnen. Das ist wichtig. Sollten wir hier nochmal runtergehen, wäre die Wahrscheinlichkeit als erhöht anzusehen, dass der Markt hier eben dann doch weitere Tiefs markiert. Ja, hier jetzt aktuell Widerstand nach oben überwunden. Und was wir hier auch noch haben im Tagesschartintervall, machen wir es mal grün, wir sind drüber. Ist hier so eine leichte Aufwärtstrendkanalstruktur von dem letzten Tief ausgehend. Das ist hier sicherlich eine interessante Situation, die hier den Weg weisen könnte. Allerdings aufgrund dieses übergeordneten Bildes hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, kann das hier auch eine Art bärische Flagge werden. Also die Interpretationsmöglichkeiten sind zahlreich. Das bleibt oder lässt das Bild halt beim Euro-US-Dollar hier noch ein Stück weit schwammig werden.
Gleich wie hier auch aktuell mit dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie kämpfen doch Horizontallinien hier wesentlich mehr Gewicht als so eine schräge Trendlinie. Also hier auf den Bereich oben Widerstandslevel 1,1150, 1,1155 achten. Das wäre jetzt hier ein kurzfristiger Widerstand, wenngleich, wie gesagt, heute, wir sehen es an der Tageskerze, von der Größe her eigentlich der ganze Spielraum schon raus ist. Gehen wir mal dazu in den Stundenchart. Wie gesagt, wir sind ja jetzt 38 Pips schon zurück vom Hoch, beziehungsweise mittlerweile sind es sogar 41. Wir sehen es, wir laufen hier ein Stück weit tiefer. Und hier kann sich eigentlich für den Nachmittag-Schrägstrich für morgen auch eine ganz interessante Situation herausstellen. Auch hier können wir mal eine Kanalprojektion machen. Das passt eigentlich ganz gut. Die letzten Hochs, sehen Sie, wir haben hier sehr schöne Anlaufpunkte. Und jetzt haben wir im Prinzip hier aufgrund der überdehnten Range Rücksetzerpotenzial an das einstige Widerstandslevel. Also das Level 1,10, 1,1035 war ja eigentlich als Widerstandszone gedacht, sodass der DAX daran, DAX, der Euro-Erste daran abprallt. Das tat er nicht. Mit diesem Ausbruch jetzt hier die Chancen, dass wir hier eine Unterstützung haben, die rein technisch, wie gesagt, 1,1155, 1,1157 hier durchaus möglich werden lassen. Ja. Hier im Ausdehnungsfall wäre sogar die 1,10 denkbar, aber darunter sollten wir nicht fallen. Dann wären hier schlagartig wieder die Bären im Vorteil. Das muss man an dieser Stelle ganz klar erwähnen. Und insbesondere, wenn wir hier signifikanter unter 1,095 nochmal fallen sollten, dann muss man sich hier mit einem Rücklauf zu den letzten Verlaufstiefs arrangieren. Aber das nach aktueller Dynamik eher Plan B. Das kann sich aber innerhalb von Minuten ändern, sofern Euro-US-Dollar eben hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend im Sinne dieser sich vorsichtig darstellenden bärischen Fackel vielleicht nach unten auflöst, dann werden hier schlagartig die Bullen wieder im Vorteil. Das muss man mal beachten, rein saisonal. Gehen wir noch mal kurz in den Tagesschart. Haben wir hier eine Phase der Schwäche vor uns, bevor es dann hier zum Ende des Sommers, August, September mit Verlaufstiefs hier dann richtig dynamisch werden kann und bis zum Ende des Jahres Euro-US-Dollar rein bullisches Momentum. Ob es dieses Jahr so wird, man muss mal absehen, abwarten, was passiert. Aber wenn es denn hier zu Leitzinsanhebungen in den USA kommt, dann ist eine weitere Euro-Schwäche wahrscheinlich eher anzunehmen als eine Stärke, die sich ja saisonal zumindest ableiten lässt. Kurzfristig haben wir zumindest hier, wenn der Euro-US-Dollar wieder unter 1,10 fallen sollte, unter 1,095, die saisonale Schwäche auch auf Seiten des Euros, was dann eben dazu führen dürfte, dass er durchaus eine weitere Schwäche vollzieht. Bleibt also spannend. Euro-US-Dollar ein Stück weit tricky auf Tagesbasis. Der Mittwoch müsste oder könnte hier auch richtungsweisend für die nächsten Tage, Wochen werden. Insofern bleiben Sie mal gespannt, was da noch kommt. Ansonsten für heute, wie gesagt, ist die Luft raus. Das sehen wir ja auch sehr schön im Stundenchart, im 15-Minuten-Chart auf Intraday-Basis. Hier die Average True Range nach oben gebrochen. Rücksetzer an dieses Level. Ja, dürften hier so ein Stück weit wilde Wolle erzeugen, aber wie gesagt, Intraday scheint mir das ausgereizt. Das Paar Vorwochen hoch, 1,35, 1,1018, also 1,1035, 1,1018. Das wären hier schöne Pullback-Niveaus, wohin es gehen könnte. Vielleicht schauen wir uns Euro-US-Dollar direkt mal morgen im Devisenradar an, wenn er morgen früh noch eine gewisse Range aufweist. Bis dahin sage ich erstmal schöne Grüße und Mahlzeit an alle Zuschauer, die jetzt erst speisen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns heute Abend zum S&P 500 wieder, der hier mit einem Dreifach-Top aufwartet. Sieht sehr, sehr interessant aus. Ansonsten gibt es gleich noch einen Stream-Beitrag exklusiv auf dem JFD-Desktop zu WTI. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal bis später und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.